four, five. You don't get more than four seats and one ticket, so. Hello. You're? I'm Bubovka, photographer, the third from Ukraine. Nice to see you here. Do you enjoy Made in Japan? What? Do you enjoy Made in Japan, the event? Of course. I saw a lot of good cosplay and nice food and drinks, and we had fun. Okay, so first time here in Austria? No, before that I was here as a tourist. Oh, I see. Yeah, the Vienna or Austria is a good tourist magnet, I see. So, okay, so jury number one, so what is your, like, if you see a cosplayer on the stage or you know, in front of you, what do you judge the most? Like, is there any critical things you take an eye on? Of course, costume at first, and then I put my attention on the wig, and yes. Okay, so like if the sewing is done correctly, okay. Okay, have a round of applause, give her a warm hand. Thank you very much. Thank you. Next, young lady, hello. Hello. You are? My name is Tis. I'm a cosplayer and photographer from Russia. And we know you from last year, maybe some of them. Yeah, I was here last year, and this year, this event really impressed me because there's more beautiful cosplayers. So I'm really curious about this cosplay show. So guys, good luck, and yeah. Okay, so yeah, a lot of things changed over the last year, so yeah. Okay, so thank you very much. Please take a seat. Hello. You are? Hello. I'm Kitana. I'm from Moscow, Russian. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. I heard you had a little trouble with the flight yesterday. It was about delayed big time. About 7 hours. Oh yeah, that's terrible. So that can totally mess up organization, but you made it here safe and sound, and we're happy to have you here. And you will also be a judge in our cosplay contest. Hello! Oh, maybe we need... Yeah, we are very happy that we have her here, and she's also doing the judging in our cosplay contest. So, yeah. So thank you very much. And please have a seat. Hello. So you also from Moscow? Yes, I'm also from Moscow, Russia. I'm Frosso, and I'm from Super Cosplayer. I'm very happy to be here again because I was at this festival 2 years ago, and I see how it will be really big. It's so cool. Yeah, I've already seen a lot of cool cosplay here, and I'm looking forward to it. Yeah, so it's our 10th anniversary, like 11th concept so far. But don't expect as much change every year. So we will just start here in this location. So it's not like 3 times bigger if you come 2018. So keep it up. Thank you very much. I hope everything will be good. Thank you. Okay, so I hope we can prepare as much students. Hello. How are you? I'm pretty good, thank you. How are you? Fine. It's a little bit getting warm inside here, but I know. Yeah. I've seen the full armor. It was pretty stark. It looks, well, I mean, it looks a bit. It's just impossible. I'm okay though. You look fine just now. It's okay. I'm very happy that we have like such a big and competitive jury, and I hope you enjoy the show. Yeah, so far it's been absolutely excellent. It's summer. You came from England, so this is not normal. This is not normal. This is like we might have like this kind of temperature 2 days a week, like 2 days in the whole year. So it's like. Moved to England, Manchester, I believe, and he told me, he wrote on Facebook,
there is a good way to make random Britain people laugh. It's like, oh, I moved to England March last year. And they always get a laugh because, you know, now they kick them out. Good luck with all the political stuff. Okay, have a good time here in Austria and enjoy the show. Thank you very much. So, gut, dann würde ich mal sagen, ich schaue heute mal kurz, ob alle da sind und mache mal kurz eine Liste mit den Startnummern und dann können wir ja mit einer leichten Verzögerung gleich anfangen. Freut mich, dass so viele Leute gekommen sind hier in die Arena Nova. Jetzt sehe ich mal, wie das voll aussieht, das Publikum, weil in der Früh um 10, halb 11 ist immer so frustrierend, hier zu stehen auf der Bühne und dann sitzen drei Leute im Publikum, aber ist klar, man muss erstmal aufstehen, sich anziehen, herkommen. Dann erstmal schauen, wo ist überhaupt die Bühne? Ich kenne mich ja selber nicht aus, wollte ich den Vorteil dafür schauen. Freitag hier reinkommen. Ja. Gut, wir sind soweit, technisch. Hey. Ah, das werden wir nach dem klassischen Ausschussprinzip feststellen, wer da jetzt geht. Wir fangen an mit der ersten Startnummer und zwar ist das eine Gruppe aus Monster Hunter. Herda, wo bist du? Komm her endlich. Was heißt denn ja? Ich hab dir gesagt, dass wir jetzt auf eine Quest gehen. Wir vor Stunden schon. Hast du dich wieder mit Felbin vollgedröhnt? Mal wieder. Ich hab dir gesagt, nicht mehr als ein Büschel auf einmal. Du verträgst das nicht so gut. Kommst du jetzt? Du bist in letzter Zeit wirklich nicht konzentriert. Allein schon letzte Woche, ich hab dir gesagt, bring mein Schwert zum Schmied, um es schärfen zu lassen. Dann kannst du Pause machen. Und schau dir das jetzt mal an. Es ist komplett stumpf. Ich habe nicht mal mehr heute Butter in der Früh schneiden können, um mir ein Brot zu machen. Ich meine, schau dir das mal an. Ich kann nichts damit schneiden. Ich kann dich nicht mal verhauen damit aus Strafe. Was? Nein, du sollst nicht verkaufen gehen. Terra, wo gehst du hin? Bleib stehen, das war teuer. Mobile-Spiele geht zu Handyspiele und zwar ist das Nico Nico Nii Love Life! Das ist jetzt eine kleine Gruppe, zwei Leute aus
Death Man Wonderland und die haben auch, also das ist der Shiro, also das ist Death Man Wonderland oder die Shiro und die haben auch einen Fernseher dabei. Yeah.
Das heißt, wir kommen jetzt zu unserer letzten Gruppe. Wir machen wieder einen Abstecher in Videospiele, genauer gesagt in Online-Rollenspiele. Multi-Massive, ja. World of Warcraft. Gegen die herannahende Finsternis zu kämpfen.